Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit einem überraschenden OCG Bandlist Review. Die kam jetzt überraschenderweise raus, die neue OCG Bandlist. Also, ich habe gar nicht davon gewusst, gar nicht davon gehört, dass eine neue Bandliste bei denen jetzt rauskommen soll. Und die kam jetzt dann. Habe ich mir halt angeschaut und heute ein kleines Review dazu. Ganz interessant zu sehen, was bei denen halt verändert wurde. Vor allem, weil die Bandliste davor halt gar keine Veränderung hatte, auch zum ersten Mal. Und vor allem, weil halt jetzt neue Karten bei uns rauskommen und alle überlegen, was sie spielen sollen, was sie sich ranholen sollen und was vielleicht verboten, limitiert werden wird, geschwächt wird. Deswegen auch ganz interessant für uns, vielleicht davon, ausgehend von der Bandliste, dann vielleicht ein paar Sachen abschätzen zu können. Da haben wir als erstes gebannt, zwei Karten, und zwar Elder God Noden und Talon Knight Ptolemaeus. Noden kommt in ein paar Tagen zu uns in den Tint. Und ja, wie ihr sehen könnt, wenn er in Japan verboten wird, wie stark er eigentlich ist, wie meta beeinflussend er sein wird. Vor allem, weil er bei uns dann auf 3 spielbar ist. Ich hatte eigentlich auch vor, ein Video dazu zu machen zu Noden und in welchem Deck man den spielen kann. Aber als ich mich halt hingesetzt habe und versucht habe, das zu machen, ist mir halt aufgefallen, dass es viel zu viel ist, weil man den eigentlich in jedem Deck spielen kann und der halt echt richtig mächtig ist. Und der wird auf jeden Fall unser Meta definieren. Und in Japan, zu mächtig, wurde jetzt verboten. Dasselbe gilt für Ptolemaeus. Wahrscheinlich wegen Infinity. Auch eine super nervige Karte. Und Ptolemaeus spielt man bei uns auch in fast jedem Deck. Vor allem jetzt mit Elder God Noden, kein Problem, den rauszubekommen. Aber bei uns halt ohne Infinity nicht so mächtig. Dann die Limitierten. Haben wir 5 Karten. Und zwar den E-Hero Shadow Mist, Globe Bulb, Inside Magician, den gibt es bei uns noch nicht, Deep Sea Diver und Sugar. Auch ein paar interessante Karten. Was ich noch bei den Verbotenen erwähnen will, ist, dass beide von 3 auf 0 gegangen sind, direkt. Und Shadow Mist ist jetzt von 3 auf 1 gegangen, was ziemlich bitter für die Hero-Spieler ist. Die hoffen die ganze Zeit, dass ihr Stratos endlich wieder zurück auf 1 geht. Und Konami scheißt einfach auf die Hero-Spieler und anstatt, dass sie den Leuten endlich Stratos zurückgeben, limitieren sie sogar noch Shadow Mist, den möchte gern Stratos. Finde ich halt ganz witzig. Dann haben wir Glow Up Bulb. Die ist von verboten auf 1 gegangen. Also ab jetzt wieder spielbar. Bei uns ist die auch wieder auf 1. Und war jetzt nicht irgendwie herausragend oder irgendwie meta beeinflussend. Also denke mal, bei den Japanern wird es dann auch nicht anders sein. Obwohl die immer auf verrückte Kombos kommen. Dann haben wir halt diesen Inside Magician. Der wurde von 3 auf 1 limitiert, ist Teil von diesem Magier-Team-Deck, das man halt mit verschiedenen Sachen kombinieren kann und zurzeit in Japan dominiert. Abgesehen von dem wurde halt dieses M&M oder EMEM oder MEM, wie auch immer man das Deck nennt, nicht betroffen, nicht geschwächt. Und ist halt momentan dort drüben das Top-Meta-Deck Nummer 1 und das stört die meisten Leute halt. Und mal schauen, ob wir das auch bekommen werden. Dann haben wir Deep Sea Diver, die ist von 3 zurück auf 1. Wahrscheinlich, weil Mermel doch zu stark ist mit diesem Atlantean Prince und diesen ganzen Kombos. Und Deep Sea Diver auf jeden Fall ein Grund dafür. Dann Sugar von 3 auf 1. Haben die uns nachgemacht und Sugar auch auf 1 limitiert. Wobei bei denen halt noch mehr Necro-Sachen limitiert sind. Also definitiv stärker geschwächt als bei uns. Dann kommen wir zu den Semi-Limitierungen. Da haben wir eine Menge Karten. Und das Interessante ist, jede von diesen Karten ist von 1 auf 2 gegangen. Zum Beispiel haben wir der Dragon Shrine, der bei uns immer noch auf 3 ist, also das interessiert uns eher nicht. Shadow Games auch bei uns immer noch auf 3. Charge ist bei uns, glaube ich, auch schon auf 2. Kugel Bandit ist bei uns auch immer noch auf 3. Gusto Krug mit diesem verrückten Combo-Ding interessiert, glaube ich, keinen. Abyss Toys für Mermel, bisschen Support, nachdem sie halt die Diva geschwächt haben. Dann kommen wir halt zu den interessanten Staple-Zauberkarten und Fallen. Dann haben wir Mind Control auf 2. Finde ich sehr interessant, vor allem weil Mind Control zurzeit echt unterschätzt wird. Dasselbe gilt für Book of Moon. Spielen auch nicht mehr alle, aber immer noch eine der besten Zauberkarten und auch auf jeden Fall unterschätzt. Dann Allure of Darkness. War auch schon seit Ewigkeiten nicht öfter spielbar als 1. Bin gespannt, wie sich das auswirken wird. Dann haben wir Crush Card. Wurde am Anfang, als sie wieder erlaubt wurde mit dem neuen Errata, sehr oft gespielt, sehr oft gesided, aber in letzter Zeit halt gar nicht mehr. Und mal schauen, ob sie auf 2 mehr Einfluss auf das Spiel haben wird.
Dann haben wir hier noch Goldener Sarkophag. Da habe ich eigentlich nichts dazu zu sagen, zu der Karte. Und Gateway of the Six. Bei uns ist die sogar verboten. Und die kriegen das jetzt auf 2 für Samurai. Aber ich denke mal, selbst mit 2 hat Samurai nicht wirklich Chancen. Ich weiß nicht, auf wie viel Shien bei denen ist. Der ist ja bei uns auf 2, aber dafür hat Gateway auf 0. Aber trotzdem, denke ich mal, keinen Einfluss. Dann kommen wir zu den Unlimitierungen. Alles zurück auf 3. Zwar haben wir da Honest. Die ist von 2 auf 3 gegangen. Denke mal, dass es bei uns nicht passieren wird, weil wir die Kosmos haben. Zurzeit das einzige Lichtdeck, das Honest benutzt. Dann Instant Fusion. Kein Problem, zurück auf 3. Da Nolan jetzt bei denen verboten ist. Ansonsten Gale, juckt glaube ich keinen. Dark Magician of Chaos und Emperor Dragon mit dem neuen Errata. Scheinen die halt nicht mehr gut zu sein. Und kein Problem, die zurück auf 3 zu setzen. Bei uns haben die, glaube ich, noch nicht mal das neue Errata bekommen und sind immer noch verboten. Dann Manju zurück auf 3 von 2. Als kleine Entschädigung dafür, dass sie halt Shugult verloren haben. Dasselbe gilt für Bubbleman. Als Entschädigung dafür, dass sie Shadow Mist verloren haben. Dann Formula Synchron interessiert, glaube ich, keinen. Und Zen Mighty ist ganz interessant. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben sie jetzt alles für den Wind-Up Loop. Könnt mich gerne korrigieren, wenn das nicht stimmt. Ansonsten bin ich gespannt, falls sie den haben, ob sich das irgendwie auswirken wird. Dann haben wir noch BTA auf 3. Ich denke mal, das ist ganz gut gegen die ganzen Pendel-Decks, falls die da reinlaufen. Ich kenne jetzt nicht die zukünftigen Pendel-Decks und wie viel ATK die haben und ob die auch da reinlaufen werden oder würden. Aber BTA wird zurzeit auch nicht mal in jedem Deck bei uns gespielt. Und die ist auf 1, also mal schauen, was die auf 3 kann. Dann haben wir noch 2 verrückte Kombo-Karten, Transmigration Prophecy und Magical Stone Excavation. Zurück auf 3 für verrückte Kombos, aber ich denke nicht, dass die irgendwie das Spiel beeinflussen werden. Das war die OCG Bandlist vom September 2015. Ein paar interessante Sachen dabei, aber ich denke nicht, dass allzu viel davon für unsere Bandlist übernommen wird. Aber trotzdem interessant zu sehen. Ansonsten könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet und was ihr für unsere Liste erwartet. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Sponsoren ab und ciao.